Oh, du bist zurück, Fülle. Wie du sehen kannst, ist die Stadt jetzt viel größer geworden. Mit Hilfe der ganzen Einwohner, die du zurückgebracht hast, sind wir schneller fertig geworden. Ohne Detektor dürfte auch bald fertig sein. Ich fürchte, ich habe noch etwas mehr Arbeit für dich, aber ich bin mir sicher, dass du der Aufgabe gewachsen bist. Okay. Plotain stark gewachsen. Der Skatkarte wurden zusätzliche Elemente hinzugefügt. Öffne die Karte mit Options, um direkt an verschiedene Orte zu springen. Ja, das ist das Geile daran jetzt. Ich habe dich schon erwartet. Der Maschinendramon-Detektor ist fertig. Wir haben kurz die Umgebung damit abgesucht, aber keine Anzeichen eines Maschinendramon gefunden. Allerdings gibt es Hinweise auf eine fremdartige Datenwelle, die von einer abgewandelten Form her hervorgerufen worden sein könnte. Sie kommt aus der Serverwüste, aus einem Dorf, in dem viele Digimon leben. Wenn dort eine abgewandelte Form sein sollte, was immer sie auch sein mag, sie könnte erschrecklichen Schaden anrichten. Das dürfen wir nicht zulassen, Yukimura. Wir brechen sofort in die Serverwüste auf. Zu Befehl, Sir. Nicht so schnell. Wenn weniger Leute die Stadt beschützen, ist auch sie in Gefahr. Wir dürfen keine anderen Probleme hervorrufen, indem wir dieses beheben. Mach dir deswegen keine Sorgen. Hui Mari! Und wer ist das? Das ist Gatomon. Rika, ich bin von Salomon zu Gatomon digitiert. Was? Rika? Warum? Natürlich, weil Rika die Einwohner der Stadt vor den gewalttätigen Digimon beschützen wollte. Überlass die Stadt uns, wir werden uns um sie kümmern. Ja, das könnt ihr ruhig alles Rika überlassen. Wow, ganz schön beeindruckend. Himari und Rika. Yukimura und ich werden unseren Teil erledigen. Auf geht's! Ja, lass uns aufbrechen, Kota. Okay, die beiden gehen schon mal vor. Wie schön es doch ist, so jung und voller Energie zu sein. Den gesammelten Daten nach gibt es immer noch keinen Hinweis auf einen Maschinendramon. Wenn wir ihn nicht rechtzeitig finden, können Kota und Yukimura auch in Gefahr schweben. Ja, ich glaube, du solltest mit aufbrechen. Nein, noch nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, ich weiß, dass wir noch nicht stark genug sind dafür. Ich bin zurück. Meramon ist nach Flotain zurückgekehrt. Im Geschäft wird es angeblich gutes Essen geben. Und Cubimon ist meines Gebens gerade eine wichtige neue Einrichtung ziehen beim Geschäftsfeld danach. Okay, so kommen die nämlich dazu. Wenn die Stadt größer geworden ist. Reise in die Serverwüste. Gehe zur Sackkassenstadt im Westen der Serverwüste. Und mal Sackkassenstadt. Ja, so sieht jetzt die Karte aus. Ha, so sieht die Karte aus. Wir haben einen Bauarbeiterplatz, wir haben einen Senderplatz, wir haben das Geschäftsfeld mit dem Ausrüstungsladen. Und wir haben jetzt das Krankenhaus. Richtig, und Kyobimon? Was hältst du von diesem Krankenhaus? Die Stadt braucht einen Ort wie diesen. Ich habe die Heilkunst von Meister Taumon gelernt. Ich hoffe aber sehr, dass jemand ein Digimon bringt, das Arzt werden möchte. Wie wär's, möchtest du Medizin kaufen? Genau, hier können wir Medizin kaufen, was nicht gerade billig ist. Schön, hoffentlich kommen wir uns bald wieder. Und wenn wir jetzt noch eine Digimon bekommen? Ach so, das war die andere Nachricht. Okay, da haben sich zwei Nachrichten gerade überschlagen. Das ist das Geschäftsviertel hier. Genau, das Geschäftsviertel ist fertig. Hier haben wir das Restaurant. Hier haben wir jetzt quasi, den Ausrüstungsladen. Apropos, wenn wir gleich mal gerade mal hier sind, können wir wieder Sachen verkaufen. Nein, die sind nicht mehr wert, die Digi-Sprössdinge. Den Lachapfel, die schnelle Nutz. Die Riesen-Erdbeere und die Pflichtnuss. Ja, genau. Und hier haben wir dann das Restaurant mit Renamon. Ich habe mir meinen Traum erfüllt, in der Stadt Koch zu werden. Du sollst einmal zum Essen vorbeikommen. Genau. Du kannst die japanische Küche und die Sitten kennenlernen, okay? Genau. Da ist zum Beispiel die Dicke von und die Bindungen, aber das kostet Schweinegeld. Hier. Teller mit Obstsaison 4000, allerdings für beide, ja. Man sieht schon, die Schöpfung geht runter und die Werte steigen auch. Sättigung auch und Freundschaft geht auch hoch. Bindungen, TP-Heilung, MP-Wiederherstellung und so weiter und so fort. Alles nice. Und dann haben wir noch Meramon. Was hältst du von diesem Ort hier, Philipp? Ich will selbstgemachte Speisen verkaufen. Wir fangen klein an, aber ich bin sicher, wir werden eines Tages ein großartiges Restaurant. Probier doch mal meine Gerichte. Selbst Meister Taumon hat sie schon angepriesen. Okay, also. Das ist das gleiche Prinzip. Zum Beispiel für TP ist das gut hier. Ein super heißes Getränk bringt nicht wirklich viel. Sieht man auch, da geht die Erschöpfung nur runter. Scharfe Rahmen, zum Beispiel MP bringt das viel.
Da kann man viel Punkte rausholen. Jetzt gehen wir zum Forschungsviertel. Und hier haben wir dann die Trainingshalle. Hier ist die Trainingshalle jetzt. Die sieht dann so aus. Sie sieht einfach moderner aus. Besser sieht sie aus. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Training hier auch jetzt mehr bringt. Da bin ich mir ziemlich unsicher. 10.000 haben wir leider immer noch nicht. Ich wünschte, ich hätte das Geld schon. Da hinten kommen wir noch nicht rein. Genau, dann kommen wir jetzt hier raus. Aber wir haben noch das Landwirtschaftsviertel. Das befindet sich auf der linken Seite. Und hier können wir quasi abholen und auch neu anpflanzen. Das ist das Geile, wir können neu anpflanzen. Das ist das Geile daran. Und wir können das auch alles ausbauen. Das zeige ich euch nämlich jetzt auch. Das ist auch ganz, 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 ganz wichtig. Und zwar bei den Bauarbeitern. Beim Architekten. Weil hier ist Wemon. Hallo, willst du ein paar Einrichtungen neu aufziehen oder Materialien überprüfen? Wird sofort erledigt. Und hier können wir richtig ausbauen. Für das Feld brauche ich noch Digisäure. Das kann man zum Beispiel nachgucken, wenn man das schon mal gefunden hat, wo es das gibt. Da wir es aber noch nicht gefunden haben, haben wir ein Problem. Wir können quasi das Feld noch nicht ausbauen. Wir können aber das Restaurant ausbauen und wir können den Ausrüstungsladen ausbauen. Das ist einfach nur nice. Trainingsraum, da brauchen wir ganz viele andere Dinge. Auch noch Methyl, Kum, Digisäure und Digischneeholz. Ich weiß natürlich alles, wo das gibt für den Trainingsraum. Das dauert noch, keine Sorge. Den Trainingsraum können wir lange noch nicht ausbauen. Die Digisäure sollte eigentlich nicht das große Problem sein. Eigentlich. Aber wir machen erstmal den Ausrüstungsladen. Den verbessern wir als erstes. Es dauert immer 24 Stunden. Sprich, ein Tag. Sprich, hier Donnerstag um 12 Uhr ist das ganze Ding fertig. Die täglichen Sachen können wir natürlich noch mitnehmen von Lomemon. Das ist der Vorteil da dran. Wir können auch direkt in Gigimons Haus. Das Lagerhaus befindet sich eine Etage weiter tiefer. Und zwar hier. Genau, hier können wir Sachen einlagern. Wenn wir mal was nicht mehr brauchen. Apropos einlagern. Wir werden jetzt natürlich weiterhin die Stadt größer machen. Auch wenn wir in die Serverwüste müssen. Wir gehen da noch nicht hin. Weil ich genau weiß, da kriege ich einen auf die Fresse. Wir holen jetzt Digimon in die City, die wir holen können. Das ist zum einen Garudamon und Cidramon. Die wollten ja erst nicht. Also Garudamon will auch in die Stadt, der macht ein neues Abteil gleich auf. Genauso wie Cidramon, der macht auch was Neues auf. Deswegen wir uns die beiden jetzt auch auf jeden Fall holen werden. Na gut, danach kommt schon die Serverwüste. Mist. Stimmt, die kommt dann schon. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Weil ich weiß, dass das nicht einfach ist da hinten in der Serverwüste. Da reichen meine zwei Digimon eigentlich nicht. Die reichen nicht. Bei Aerovedramon, da wird's knapp. Hat ja auch gesagt, bei Birdramon und Meramon, dass das alles knapp wird. Nee, das ist nicht, glaube ich, nicht wirklich gelogen. Dass ich den Kampf dann da hinten nicht schaffen würde. Also wir müssen dann da hinten kämpfen. Und das ist nicht gerade easy. Das ist es. Also Cidramon hole ich schon mal. Das ist echt ein Folter, dass ich mir das gemerkt habe. Aber die Digisäure, das wundert mich gerade, dass das ein Problem ist. Ich habe es mir fast gedacht, dass die mich noch erwischen. Ach, die sind aber schnell down. Die sind Stufe 8. Gut, die sind nur Rookies. Trotzdem nur Rookies. Mich ärgert, dass ich echt keine Techniken mehr lerne. Vielleicht kommt das noch. Windschneider! Ja, perfekt! Perfekt! Windschneider erlernen. Das müsste sogar unser Aero wissen. Oder können wissen. Können müsste das. Ja. Windschneider ist eine geile Fähigkeit. Mit 600 Stärke ist er auch auf jeden Fall schon mal zu gebrauchen.
Die Säure. Das ist doch echt eigentlich kein Problem. Wir sind gerade an einem Klo vorbeigelaufen, ihr beiden. Das gefällt mir gar nicht. Das Bild ist geil. Ein Bild für die Götter. Ja, dieses Black Argomon und Black Gabumon dazu sehen. Ein Bild für die Götter. Wortwörtlich. Hier riecht es nach Materialien auf der anderen Seite. Das ist gerade das Problem. Und da gehe ich einfach noch nicht lang. Kamott, da möchte ich mich eigentlich noch nicht wirklich mit aufhalten hier. Am besten meiden. Die Sackkassenstadt. Ach, die ist ja da hinten. Na gut, da kann ich nur nach links und nach rechts gehen, da komme ich auch nicht weiter. Das weiß ich jetzt schon. So, Seedramon, für dich müsste ich eigentlich auch in der Theorie alles haben, was du willst. So, Skat ist größer, Junge. Hey, du siehst aus, als ob du was vom Angeln verstehst. Hm? Ich bin Seedramon, ich will in der Skat einen Angelteich anlegen, aber ich kriege einfach nicht genug Fische zusammen. Daher brauche ich jemanden, der Ahnung vom Angeln hat. Ich will, dass du mir ein paar Fische fängst. Ich brauche ein paar Digi-Setzlinge, Digi-Krustentiere und Digi-Koi. Wie sieht es aus? Magst du mir helfen? Ein paar Fische kommt sofort. Du willst mir welche angeln? Alles klar. Ich sage dir sicherheitshalber nochmal, welche Fische ich brauche. Jeweils ein Digi-Setzling, ein Digi-Krustentier und ein Digi-Koi. Danke schon mal. Wir haben natürlich alles. Ah, ich habe ja vorgesorgt. Genau, er braucht diese drei und wir haben sie schon dabei. Oh hey, du hast einen Digi-Setzling, einen Digi-Koi und einen Digi-Krustentier gefangen. Hier kommen Digi-Setzling, Digi-Krustentier und Digi-Koi. Abgegeben. Spitze, diese munteren Kerlchen sind ein guter Bestand. Nun kann ich eigentlich den lang ersehnten Angelteich eröffnen. Ah genau, ich musste gar noch für die ganzen Fische danke. Hier, nimm. Du hast einen Federköder erhalten. Ein Angeltalent wie du kann dieses Schätzchen sicher gut gebrauchen. Komm vorbei, wenn ich meinen Angelteich in der Stadt aufgemacht habe. Auf dich warten allerlei Arten. Seedramon hat sich der Stadt angeschlossen. Richtig. Das funktioniert nur, wenn die Stadt größer ist. Der hat jetzt quasi einen Angelteich angelegt. Nice, oder? Also haben wir das Problem auch gelöst. Das heißt, das Digimon haben wir auch. Jetzt holen wir uns Garudamon aus der Serverwüste. Und dann bin ich schon überlegen, welches Digimon kann ich mir da noch angeln? Gerade gute Frage. Okay, dann muss ich dann das kleine Digimon fragen. In Digimons Haus. Welches Digimon ich mir dann auch noch mal mitnehmen kann. Oder holen kann. Ich würde eigentlich schon echt auf Inkamot rein. Warum wollt ihr jetzt eigentlich gegen mich kämpfen, ey? Oh, das wird jetzt richtig. Ey, das ist ja jetzt gerade ein Problem. Ja. Ne, wir haben den Windschneider. Das ist doch geil. Vor allem, wir treffen natürlich auch ein paar mehr. Komm, mach deinen Windschneider. Komm. Bam! Jawohl, und komm gleich nochmal. Doch, du kannst den Befehl ausführen. Perfekt und down, alle. Alter, 5. Wir haben gegen 5 gekämpft, okay. Nicht gerade wenig. Die rennen jetzt auch natürlich alle in die gleiche Richtung, wo ich auch hin möchte. Windschneider, geile Technik. Geile Technik. Na, kommt her. Auch ihr dürft den Windschneider gerne kosten. Nur zumindest einer darf den kosten. Du kannst 100 Stromschlag ausführen. Der erste ist down. Diese Feuerwand, die haben auch von denen gelernt. Und die können schon interessante Techniken in die Red Vegimons. Verwurzeln, das kann, glaube ich, keiner von euch. Ne, das ist auch eine. Du kannst ja auch geil. Du kannst das auch. Geil, wir können zweimal Windschneider. Perfekt. Ist ja gar nicht so. Okay, da habe ich gar nicht nachgeguckt, dass er das auch kann. Perfekt. Beide haben jetzt zwei geile Techniken. Beide haben jetzt zwei gute Techniken drauf. So muss das sein. Hier ist leckeres Essen in der Nähe. Wo? Ein Digi-Sprössling und ein Lachapfel. Das fliegt aber zu Garudamon. Und ja, aber vorher will ich einmal kurz mit dir kämpfen, weil es ja so geil ist. Euch Platz zu walzen. Ja, jetzt merkt ihr schon, die gehen auf jeden Fall schneller down.
Was, ihr wollt für so einen Kampf noch gelobt werden? Das ist euer Ernst? Okay. Dark Dramon Schlüsselpunkte. 8. Oh, das wäre natürlich die Originale von. Manchmal sogar die Schlüsselpunkte. Ja, reicht nicht. Reicht bei weitem nicht, sonst werden die ja schon digitiert. Wie gesagt, bei, wenn sie das 11. Alter erreicht haben, digitieren sie. So, nebenbei aber noch Materialien sammeln. Ich brauche die Säure. Also auf jeden Fall eine Flüssigkeit, das weiß ich auch. Gibt es eine Digisäure? Säure, ich weiß, wo es Öl gibt. Säure, gibt es das nicht in der Hochebene auch? Also eigentlich ist es einfach, das Fett einmal zu erweitern. Deswegen mich das eigentlich wundert. Hier innen gab es das ja auch noch, aber da gab es so Tiefsee. Was gab's denn da hinten eigentlich bei dem... bei der Serverwüste, bei den kleinen Brunnen? Da gab's auch irgendwas. Also im Logikwurf kann ich mir nicht vorstellen. In Kap Motta kann ich es mir vorstellen. Dass es das dort gibt. Ach, das ist, glaube ich, das ist das Kraftwerk, oder? Ein Kraftwerk könnte es auch noch geben, ja. Oh, ein ganzer Nomemon Haufen. Stufe 6. Können wir euch an euch vorbeischleichen? Ja, können wir. Gut, ich kann auch gegen die kämpfen. Stimmt, hier hinten gab es ja auch noch etwas. Aber keine Säure. Da gab es, glaube ich, auch Öl. War nur einmal. Latex und Öl. Okay. Also Flüssigkeit, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Aber Schaden kannst du jetzt auch nicht. Für irgendwas brauchen wir das auch. Du sammelst hier nichts ein, was du eigentlich nicht brauchst. Okay, da kommst du nicht durch. Da sind die Digimon wahrscheinlich ein bisschen zu dick für. Das war klar, dass ihr Hunger habt. 18 Uhr. Ich glaube, 18 Uhr ist bei jedem Digimon. Komm, essen, Digisprüss. Du hast immer noch Hunger. Noch ein Dankeschön, Aerovedramon. Er hat schon richtig Hunger. Also ich muss mal gleich gucken, wie alt die werden. So, Garudamon dann noch schnell holen. War ja mein Ursprungsplan. Ich weiche immer von meinem Ursprungsplan gerne ab. Das können wir noch machen und das können wir auch noch machen und das können wir dann auch noch machen und das dann auch noch und dann jenes auch noch und so weiter und so fort. Digisäure, das lässt mir keine Ruhe. Echt nicht. Säure, Säure, Säure.